Generationbeziehungsunfähig, wie der Titel sagt, liegt ein Sachbuch zugrunde. Aber es hat keine Geschichte, das Sachbuch. Das heißt, wir haben uns den Titel genommen und das Thema und eine ganz eigene Geschichte erfunden. In Generation beziehungsunfähig geht es um zwei Singles, die keine Beziehung haben wollen, sich dann aber doberweise ineinander verlieben und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also ein ganz klassischer Liebesfilm. Ich hab sowieso schon die ganze Nacht mit der gefilmt. Ich dachte schon, mein Schwanz fällt ab. Hey. Hey. Das wollte ich. Zum Kühlen? Ist er gebrochen? Nee, ist ganz im Ernst. Ich rufe dich gleich zurück. Hier, nimm noch ein anderes, so Erdbeerdings oder so, ist auch voll lecker. Ja, nur weil ich dich gerade vorgelassen habe? Also, ich meine, das war meins. Selbst wenn du mich nicht vorgelassen hättest, hättest du es nicht bekommen. Wieso? Weil du so kurze Arme hast. Komm jetzt, hör auf, gib mir das Eis. Ey, was ist denn falsch mit euch Typen, hä? Gentlemanmäßig und so? Sag mal, was ist denn eigentlich falsch mit euch Frauen? Ihr dreht dieses Feminismus-Ding immer so, wie es gerade passt, oder was? Es ist total toll, ich habe das Gefühl, die ganze Stadt freut sich so wahnsinnig darauf, dass überhaupt wieder Kultur stattfinden kann, dass die Filme gezeigt werden kann, dass jeder überhaupt wieder ins Kino gehen kann. Ich war jetzt in zwei Filmen schon und war so, wow, das erste Mal wieder Kino nach so langer Zeit. Und es ist total schön, mit Generation Beziehungsunfähig gab es ja jetzt diese Aktion, oder gibt es immer noch, weil sie startet erst morgen Abend, dass der Film zeitgleich in 80 bis 100 Kinos in Deutschland läuft, parallel zur Premiere. Also das Filmfest kommt zu dir nach Hause oder kommt in deine Stadt. Und das finde ich total toll, weil man ja in Corona-Zeiten nicht viel reisen darf. Und dass man trotzdem Kultur ermöglicht in anderen Städten oder Teil von dem Filmfest sein kann in anderen Städten. Das finde ich ganz, ganz großartig, die Idee. Es ist für meine Freundin. Ja. Ey. Quatsch. Schau mal. Ist das nicht der Typ? Ist das nicht der Typ, der dich geghostet hat? Ja. Lass das lieber. Hier ist er. Doch, doch. Echt jetzt? Du Arschko. Gib mir mein Eis. Hey. Hey. Warum hast du dich gar nicht mehr gemeldet? Warum sollte ich? Okay, schau, ich check schon, dass du beziehungsunfähig bist. Das hast du mir auch oft genug erklärt. Beziehungsunfähig? Du glaubst doch nicht wirklich, weil er einmal mitteldurchschnittlichen Sex mit dir in der Küche hatte. Das war nicht einmal. Der war nicht mitteldurchschnittlich. Mann, du bist für den Austausch bei hier wie eine Zahnbürste. Er zahlt Feminismus und so. Sag mal, hast du sie noch alle? Wir haben angefangen zu drehen, den Film. Dann kam die Corona-Pause, so ein wirklicher Full-Stop, während man so mitten schön Fahrt aufgenommen hat. Und dann haben wir 3 Monate Pause gehabt, in denen mussten wir das ganze Buch auf Corona-Bedingungen anpassen. Also Szenen umschreiben, Szenen rausschreiben, Darsteller rausschreiben, die schon angedreht waren. Und genau, haben dann irgendwie es geschafft, diesen Film trotzdem jetzt zu Ende zu drehen. Und darüber bin ich so unfassbar dankbar, dass das noch geklappt hat. Und wir haben versucht, ihm nicht anmerken zu lassen, dass es ein Corona-Film ist, der in der Pandemiezeit gedreht wurde. Und genau, wenn man genau hinguckt, sieht man es, dass manchmal niemand im Hintergrund läuft, ganz verdächtig auf Straßen. Aber nur, wenn man ganz genau hinguckt. Es gab zum Beispiel eine Szene, die hat in einer Hochzeit gespielt. Oder es ist eine Hochzeitsszene mit 60 Komparsen, war die in einem riesengroßen Motiv geplant. Und man durfte aber nur 15 Komparsen laut Bestimmungen am Set haben. Das heißt, wir haben ein neues Motiv gefunden. Wir haben die ganze Szene gekürzt, alle Darsteller, die darin waren, rausgeschrieben und nur noch die beiden Hauptfiguren in dieser Szene gelassen. Und 15 Komparsen da gehabt. Genauso wie Clubszenen. Wir haben eine Clubszene gedreht. Und das fand ich total einen schönen Moment. Es hatten einfach alle Bock zu drehen, alle Komparsen. Ich hatte noch nie so motivierte Komparsen am Set. Und es war wirklich so ein Moment, da haben wir einen kleinen Ausschnitt gedreht. Also wir haben wirklich jeder musste 5-mal im Bild sein, weil nicht so viele Komparsen da sein durfte. Es ist sehr eng gedreht. Und irgendwann habe ich gesagt, ihr seid alle gar nicht im Bild, ihr könnt Pause machen, ihr müsst gar nicht mittanzen. Und alle, doch, wir haben voll Bock. Und genau, deswegen gab es auch schöne Momente. Alle waren sehr motiviert und dankbar, dass man überhaupt drehen darf.